Achtung, meine Damen und Herren. Ein beschwingtes Kinovergnügen kommt auf Sie zu. Herrschaften, jetzt werden Sie was hören, dass Ihnen die Ohrläppchen in die Hemdkragen rutschen. Heintje! Europas jüngster und beliebtester Gesangstar. Als erster und einziger ausgezeichnet mit der Platin-Schallplatte. Singt und spielt für Sie in seinem zweiten großen Film. Heintje! Einmal wird die Sonne wieder scheinen. Die aufregenden Erlebnisse eines Jungen, der vom Pech verfolgt wird. Lass dich nicht nochmal hier sehen, sonst setzt es was. Na, erzähl mir mal die ganze Geschichte. Es geht um einen dicken Fisch. Heintje, guck mal! Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Herr Berthold wird außer sich sein. Sie hätten sich nicht darauf einlassen sollen. Ich habe mich darauf eingelassen. Sie sind schuld. Wenn du einmal Geburtstag hast, das wird wunderschön. Da brauchst du auch am Morgen nicht gar so früh aufstehen. Das Jugendamt steht auf dem Standpunkt, warum soll der Junge auf Kosten des Steuerzahlers in ein Heim, wenn sein reicher Großvater ein Haus mit schätzungsweise... In meinem Haus? Der Bengel von diesem Betrüger? Kleine Kinder, kleine Sorgen. Ich bin Rechtsanwältin. Wie soll ich sagen? Ihr Sohn schickt mich zu Ihnen. Heintje? Heintje, einmal wird die Sonne wieder scheinen. An herrlichen Schauplätzen erleben Sie Schauspieler, denen Ihr Herz gehört. Ein Mann bringt durch seinen Starrsinn einen Jungen in große Gefahr. Haben Sie schon einen Verdacht? Es geht um sehr viel Geld. Wenn du den Jungen wirklich herauswirfst, dann nehme ich ihn zu mir. Alter Kacker! Und soweit ich es beurteilen kann, hat er wenig Aussicht, in den Himmel zu kommen. Ich muss nach Nizza. Ich bin ein paar Gangstern auf der Spur. Ganz heiße Sache. Willst du die Sache nicht lieber Jerry Cotton übergeben? Sind wohl alle total verrückt geworden. Quer durch Europa bis nach Nizza, über den berühmten Blumenmarkt und entlang der Riviera, verfolgt Heintje eine heiße Spur. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Na, schöne Frau, ich bin aus Leipzig. Wohnt hier vielleicht ein Herr Engelhardt? Engelhardt, warte, Engelhardt. Tja, das heißt nie. Er ist ausgezogen. Heintje, einmal wird die Sonne wieder scheinen. Ein Film mit Tempo, Spannung, Herz und Humor. Ich bin sicher, er wird Ihnen viel Freude machen. Dafür lohnt es sich, ins Kino zu gehen. Ah, ups,